Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir haben jetzt endlich Kessel vollständig erobert. Wir haben insofern viel Land hier gewonnen, das wir natürlich auch erschließen sollten. Aber um ehrlich zu sein, viel Wüste dabei, wenig wirklich Sinnvolles. Also dieser Krieg hatte, muss man sagen, keine großen ökonomischen Gründe, sondern eher strategische, weil wir dadurch einfach hier weniger angreifbar geworden sind, wenn wir diese komplette Insel besetzen. Es gibt halt weniger Brückenköpfe, falls diese Kleinstaaten über die Zeit in Verbindung mit irgendwelchen anderen Großmächten treten. Ja, deswegen ist auch Idolon interessant für uns, dass wir hier also komplett uns konsolidieren und dann einfach mit einer starken Marine unser Land verteidigen können. Jetzt müssen wir bloß gucken. Idolon, was haben die für Beziehungen? Sie haben ein Handelsverhältnis zu Zim und Haxako. Wichtig ist vor allem aber das Klima. Und da sehen wir, entscheidend bei den Großmächten ist, allein Zim hat hier schon ein besseres Verhältnis. Das heißt, wenn wir Idolon angreifen, dann haben wir ein, ja, wahrscheinlich ein Problem mit Zim. Also zumindest sackt die Meinung von Zim ab. Nun muss man wiederum bedenken, dass Zim das Bündnis, glaube ich, hat mit Patagon. Ja, genau. Insofern ist das jetzt eine ein bisschen ungünstige Konstellation, dass wir uns durch diesen Schritt gleich mit dem Bündnis anlegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die da reagieren werden. Man könnte auch sagen, wir gehen erstmal auf Nummer sicher und bauen doch vorher, bevor wir diesen Schritt mit Idolon machen, eher unsere Kriegsflotte aus, um hier ja nicht einfach überraschend angegriffen werden zu können. Ja, es ist knifflig, es ist knifflig. Gut, wir haben immer noch ein paar Berge. Vielleicht werden wir mal Kesselstadt mal gucken. Vielleicht ist da ja auch mal was Feines. Du bist jetzt bald in Koryak. Das ist gut. Da baust du jetzt noch die Straße hin. Und unsere Armee, die bringen wir jetzt. Ich weiß gar nicht, können wir die mit einem Schub nach Narvik bringen? Nee. Aha. Größe 11 hat unsere Armee. Das geht diesmal nicht. Dann müssten wir wahrscheinlich einzeln hier marschieren, was auch okay wäre. Ich weiß bloß nicht, ob die heilen während des Marschierens. Das könnten wir uns eigentlich mal angucken. Oh, wir sehen hier weitere Erfahrung gewonnen. Das gefällt mir. Versuchen wir mal so ein bisschen zu merken, wie jetzt hier der Gesundheitsstand war. Und dann gehen wir mal voran. Wäre natürlich cool, wenn die im Marschieren heilen könnten. Das wäre eine feine Sache. So, ein Blick hierauf. Wir können eine weitere Transportkapazität hier aktivieren. Vieh sind sowieso zwei benötigt. Der Rest ist in Ordnung. Okay, wir haben Geld. Was wir aber eigentlich machen müssten, wäre, hier, wir sollten in der Universität jetzt mal einen Viehzüchter uns holen. Dazu müssen wir aber wiederum einen Meister haben und wir brauchen Papier. Wenn wir den Meister wegnehmen, dann reduzieren wir wieder eklatant hier unsere Arbeitskräfte. Insofern lasst uns erstmal hier den weiter ausbilden und gleich für einen Nachschub weiter sorgen. Weitere Arbeitskräfte ranholen. Wobei natürlich dann das Essensthema immer drängender wird. Also wir brauchen wirklich mal langsam Obst, um diese Versorgungsengpässe zu reduzieren. 12 Konserven haben wir noch. Ist auch nicht so reichhaltig. So, wie läuft's hier? Wir haben ein Brett in Reserve. Ja, uns fehlt definitiv die Kohle. Wir produzieren auch weiter Papier. Vielleicht sogar zwei Papier, damit wir dann das nächste Mal gleich den Meister herstellen können, beziehungsweise vielleicht vorher sogar schon den Viehzüchter ausbilden können. Das ist soweit okay. Ja. Transportkapazität brauchen wir nicht. Wir gucken direkt mal, was brauchen wir eigentlich hier für 5 Bretter und 2? Boah, 8 Bretter und 5 ist der Hammer. Ja, da müssen wir erstmal unsere Industrie noch besser aufbauen. Wir sind. Also, wenn wir wirklich warten, bis wir da eine Flotte haben, ehe wir den Angriff machen, dann wird viel Zeit vergehen. Ich weiß nicht, ob das klug ist oder ob wir es doch lieber riskieren sollten.
Okay, wir bauen, deshalb können wir auch verkaufen eigentlich. Kohle haben wir nach wie vor einen Bedarf, alles andere. Oh, wir können auch mal beginnen, vielleicht Pferde zu verkaufen. Nicht sieben, aber ich denke, wenn wir, ja, wenn wir fünf auf Reserve haben, ist das okay. Versuchen wir mal zwei, so viel Kapazität haben wir auch nicht. Vier, zwei, ja. Das ist gut. Wir hätten das Geld jetzt auch für gusseiserne Brücken, für Clipper, das ist alles kein Thema. Wir müssen das bloß anschließen. Na, als nächstes ist Koryak ja dran und wir beenden den Zug. So, wieder nur eine Einheit Kohle von Sindel. Wo geht der Rest der Kohle hin? Das möchte ich mir jetzt mal angucken. Sindel, eine Kattei, da sind wir leider hinten. Und bei dem Rest sind wir komplett hinten. Welt ist interessant, Welt. Aber da haben wir, glaube ich, schon was getan. Na gut. Ah ja. Ah ja, die erste Wahl hat stattgefunden. So sieht es aus. Wir kontrollieren, also insgesamt hat Devron 20 Stimmen und wir 12 Stimmen. Alle anderen, die jetzt hier nicht zu sehen sind mit diesen Symbolen, die haben nicht abgestimmt. Da ist sozusagen einfach kein positives Verhältnis. Die entscheiden sich dann eben für gar keinen, enthalten sich der Stimme. Man braucht aber, ich weiß gar nicht, irgendjemand hatte mir das in den Kommentaren geschrieben, 120 Stimmen oder so. Also man braucht viel, 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 viel mehr. Interessant ist mal zu gucken, wie Devron jetzt hier wirklich aufgestellt ist. Das heißt, die kriegen Issa, Zinlu und hier Pram oder was das ist. Das gucken wir uns gleich mal an, was die da eigentlich für ein Verhältnis haben, wie die da jetzt zu den Stimmen dort kommen. Ich meine, bei uns ist, ach hier, Idolon auch. Die kriegen Stimmen von Idolon. Wie kommt denn das? Die fühlen sich möglicherweise bedroht. Sindel stimmt nicht für uns. Boah, was hat Devron da getrieben, dass sie das hingekriegt haben? Okay. Salpeterfabrikant isoliert neuen Stoff. Der Chemiker Bernard Courtois hat bei der Untersuchung von Seetangrückständen Jod entdeckt. Der Stoff ist in seiner Reinform giftig und wird derzeit auf seine Anwendung in Sprengstoffen sowie auf andere Anwendungsmöglichkeiten getestet. Aha. So, hier leider nichts. Da unten hatten wir schon geguckt. Tja, wir haben noch ein paar Felder über, die wir aber eigentlich nicht erreichen. Gucken wir mal hier jetzt weiter. Und jetzt bauen wir hier den Bahnhof, der leider, leider, leider nicht viel bringt, außer die Kohle, aber die wichtig ist. Dafür machen wir das. Okay. So, und das wollte ich eigentlich schon das letzte Mal machen, den dort abziehen. Wir können ja nämlich hier ausbauen. Das ist ja ebenso wichtig. Mann, Mann, Mann. Tja. Was wir eigentlich auch machen könnten, wisst ihr was? Wir könnten diesen Landarbeiter, den könnten wir eigentlich zurück in den Arbeitskräftepool bringen. Weil wir haben ja jetzt hier alles Erdenkliche erstmal hier in der Nähe ausgebaut. Den bräuchten wir nur, wenn irgendwelche Upgrades möglich sind und wir die durchziehen wollen. Aber wir könnten halt seine Arbeitskraft extrem gut gebrauchen. Gerade mit Blick jetzt auch auf diese Viehtreiber. Vielleicht mache ich das sogar. Vielleicht machen wir das sogar direkt jetzt. Wir nehmen das zurück und wir bringen ihn, wir entlassen ihn einfach. Okay, und jetzt sind wir in der Lage, den Viehtreiber hier uns zu holen. Kostet uns 1000 und eben ein Meister, den wir jetzt aber ja dadurch auch bekommen haben. Das haut schon hin. Jetzt haben wir zwar kein Papier mehr, aber das nächste Mal eben ein Viehtreiber. Das ist in Ordnung. So, wir lassen es mal hier bei der Papierproduktion. Wir gucken kurz beim Transport rein. Das ist soweit erstmal alles in Ordnung. Haben wir jetzt gar kein Papier? Nee. Na gut. Aber wir haben noch drei Arbeitskräfte, die wir nutzen sollten. Ja, und Kohle fehlt. Kohle, Kohle, Kohle. Tja, beginnen wir
jetzt mit der Waffenproduktion für die Schiffe oder also Geld haben wir eigentlich erstmal. Vielleicht können wir das mal machen. Ja, das ist in Ordnung. Gut. Soweit, so gut. Was ist eigentlich hier genau mit unserer Armee? Jetzt gucken wir direkt nochmal in die Garnisonsdetails. Oh, sie wurde tatsächlich geheilt auf dem Weg. Ach nee, stopp mal, das war Landwehr. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, sie wurde nicht geheilt. Naja, hilft nichts. Wir müssen weiterziehen. Jetzt nach Tixi und dann nach Narvik und dann, wenn sie geheilt sind, den Weg nach Abalon. So, wir verkaufen volle Socke, würde ich sagen. 12. Müssen wir Konserven schon mal einkaufen, falls wir. Ja, ich denke, wir machen das mal. Nee, nicht Angebot, sondern Bedarf. Pferde wollte wohl keiner haben. Und jetzt will ich aber noch mal hier reingucken, weil ich bin immer noch unzufrieden. Also erstmal Sindel. Ach ne, Hurschen, da wurden wir auch überboten. Da gehen wir mal mit 25% rein. Und wo war jetzt der Ort, wo noch Kohle produziert wurde, so gut? Tveld. Tveld, Pram, Idolon. Welt hier unten. Ach, da haben wir auch noch gar nichts geboten. Das ist ja unfassbar. Da müssen wir mal loslegen. Ja. Na gut, versuchen wir es. Versuchen wir unser Glück in Tveld. Mal schauen, was das bringt. Wir beenden den Zug. Sindel bietet uns Lebensmittel. Oh, die produzieren jetzt Lebensmittel. Wir haben ein bisschen was verkauft. Wir werden mal nur einen kaufen. Ja, mehr brauchen wir nicht. Ablehnen. Oh, Tveld bietet uns tatsächlich Kohle. Wir sind dabei. Sehr hervorragend. Das hat geklappt. Das hätten wir schon viel früher machen sollen. Schön wieder verkauft. Das läuft. Gut Geld verdient. 8600. Anständig. Und wir haben einen Viehzüchter dabei. Und neues Lied, ein Hit. Franz Huberts Text zu dem Weihnachtslied Stille Nacht ist ins Englisch übersetzt worden und hat die Musikliebhaber dort im Sturm erobert. Außerdem beantragt die Marine mehr Geld, ja. Ich ahne warum. So, und wir wollen jetzt hier unsere Wollproduktion verbessern. Das ist gut. Und die Armee zieht jetzt endlich nach Narvik und kann sich da dann endlich mal ausruhen. Das ist genauso gut. Und ja, Devron hat die doppelte Textilindustrie. Sollen sie die haben? Wir bilden weiter aus. Wir brauchen die Arbeitskräfte. Dann brauchen wir nur ein Papier. Dann haben wir wieder unsere 4. Jetzt fehlt hier Holz. Das ist aber nicht so schlimm. So, wie sieht es jetzt aus hier? Wir haben Kohle jetzt in Reserve. Das heißt, wir können hier jetzt auch wieder. Was? Jetzt fehlt uns die Arbeitskraft? Oh nee, ne? Jetzt fehlt uns echt die Arbeitskraft. Dann wären wir ein Brett weniger. Das ist jetzt nicht so entscheidend. Lieber das hier produzieren. Gut. Da ist nämlich, glaube ich, die größte Knappheit zu erwarten. Also wenn wir dann die Wollproduktion steigern, dann können wir hier diesen Ausbau auch machen. Brauchen wir aber zwei. Das kriegen wir aber dann demnächst hin. Das ist kein Thema. Gut, was verkaufen wir? Jetzt haben wir schon 4 Stühle im Angebot. Verkaufen wir alles, versuchen wir zumindest. Bisschen Konserven haben wir bekommen. Pferde will keiner haben. Kohle wollen wir verkaufen. Okay, Zug beenden. Ja, wir kriegen jetzt sogar Kohle von Katay. Sehr schön. Nehmen wir an. Wunderbar. Komplett haben wir jetzt unsere Handelsmarine ausgenutzt. Das ist ein Zeichen, dass wir in dem Bereich auf jeden Fall auch weiterarbeiten müssen. Neue Schiffe bauen. Pferde knapp in Zim. Hey, da könnten wir doch eigentlich.
Geschäfte machen. In einer an den Nationalen Industrieverband gerichteten Rede, ach, das kennen wir schon, ja, Welthandelsrat und so weiter. So, langsam geben uns hier die Felder aus, aber ein paar haben wir noch, wo wir gucken können. Du bist jetzt angekommen und du sollst jetzt erstmal. Wir gucken nochmal. Nee, da hat sich nichts verbessert. Übrigens, hier ist jetzt eine Landwehr mehr. Hat sich die Stadt hier irgendwie schon weiterentwickelt? Oder wie kommt das, dass da eine Landwehr mehr ist? Wir verteidigen uns. Oh, ich warte ja sehnsüchtig, dass hier die Kohle bereit ist. Wir müssen vielleicht auch wieder ein bisschen in die Transportkapazität investieren, um zukünftige Transporte dann auch sicherstellen zu können. Eigentlich müssen wir uns verdoppeln, um unsere Industrie effektiv zu verdoppeln, also effektiv nutzen zu können. Wir brauchen dementsprechend auch mehr Stahl. Vielleicht werden wir hier mal ein bisschen einsparen. Wir werden hier noch mal einmal ausbilden. Und wir werden hier einmal mehr Papier herstellen. Das ist in Ordnung. Und hier können wir eigentlich wieder auf Maximum gehen. So. Hier sind wir auch auf Maximum. Das ist gut. Stahl haben wir. Wir brauchen allerdings Bretter, um Transportkapazität und Industrieausbau zu machen. Dann werden wir doch nicht hier auf Maximum gehen. Nee, anders. Anders, anders, anders. Wir können hier einfach noch nachlegen. Wir haben ja die Kapazität dafür. Kein Thema. So, dann ist das ganz solide jetzt erstmal aufgestellt. Und wir gucken, wie es mit dem Verkaufen läuft. Ja, Konserven ist vielleicht jetzt nicht so wichtig. Kohle wäre gut. Mal gucken, ob es noch klappt. Dann haben wir ein bisschen Reserve. Das ist schon in Ordnung. So, wir beenden den Zug. Wir kriegen wieder Kohle von Sindel, Kohle von Katay. Wollen wir da jetzt wirklich drei nehmen? Na komm, ehe wir da wieder rumjuchten mit der Kohle. Alles in Ordnung. Zweimal verkauft. Da können wir zufrieden sein. Pferde knapp in Zim. Bergarbeiterstreik. Bergleute verweigerten auch diese Woche die Arbeit. Der Sprecher der streikenden Bergleute, Pater Worley von der St. Augustus-Gemeinde, sagte, die Bergarbeiter würden nicht arbeiten, bis die Bergwerksbesitzer sich bereit erklären, die Sicherheit in häufig von Problemen heimgesuchten Kohlebergwerken zu verbessern. Möglicherweise ein Grund, warum es so wenig gibt davon auf der Welt. So, der Bahnhof ist gebaut. Das heißt, wir haben jetzt hier auch nochmal Kohle angeschlossen. Ist ja spitzenmäßig. Jetzt ist die Frage, was schließen wir als nächstes an? Wir könnten durchaus mal Äpfel gebrauchen. Und ich glaube, wir werden. Wartet mal, wir haben ausgerechnet diese Apfelfarm nicht angeschlossen. Bin ich ein Idiot? Und jetzt habe ich den. Oh, nee. Ich wollte doch schön die Stadt da. Ach nee, die Stadt geht ja sowieso nicht. Ah, die hätten wir anschließen müssen hier. Da brauchen wir dann eh noch. Aber trotzdem, das wäre zwei Fliegen mit einer Klappe. Dann könnten wir. Ja, das ist auch ärgerlich. Ich will Obst haben. Wir könnten hier eine größere Investition machen. Wir könnten Kessel gewissermaßen anschließen mit dem Hafen. Und dann hier eine Verbindung hier hinlegen. Aber auch hier haben wir jetzt unseren Landwirt nicht. Wo wollen wir weiter investieren? Wichtige Sache. Ja, wir können auch hier einfach. Wir könnten auch hier was machen. Dann haben wir erstmal wieder ordentlich noch mehr Holz und das Obstproblem gelöst. Und dann schließen wir halt den Bahnhof eben nochmal hier an. Ich glaube, das ist in Ordnung. Kümmern wir uns erstmal ums Obst. So, hier ist die Mine ausgebaut. Das ist sehr gut. Dann werden wir jetzt die Kohlemine auch gleich ausbauen. Eisen können wir theoretisch
unendlich nachholen. Da haben wir ganz, ganz viel. Das ist kein Thema. So, das heißt, die Kohle wollen wir auch transportieren, aber wir haben nicht die Kapazität dafür. Holz haben wir ordentlich auf Lager. Da gehen wir dann erstmal runter. 5 benötigt. Also wir müssen wieder an der Transportkapazität arbeiten. Oder wir transportieren keine Pferde mit. Das ist auch ein bisschen viel, aber im Moment ist das alles noch in Ordnung. Ja, die Kriegsflotte ist groß, ich weiß. Wir müssen da ran. Erstmal werden wir hier noch einen Meister bauen und dann will ich die Transportkapazität ausbauen. Aber wir müssen hier nachlassen. Ja, nur eins kann ich. 4-1. Das wäre eigentlich der nächste, aber uns fehlen die Bretter. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Ich glaube, jetzt brauchen wir erstmal kein Papier. Dann werden wir, glaube ich, erstmal mehr Bretter. Bretter, Bretter, Bretter. Dann können wir das nächste Mal loslegen. Was brauchen wir eigentlich für die Schiffe? Ja, brauchen wir ja auch viele, viele Bretter. Das ist soweit in Ordnung. Okay, Leute. Also ist noch ein bisschen Feinkram zu tun, aber ja, wir schauen jetzt am Schluss der Staffel doch direkt nochmal in die Überschau, wie wir uns schlagen insgesamt so. Also der Statusbericht. Wir sind auf Platz 2 hinter Orduno, unserem Verbündeten. Das heißt, Devron wäre jetzt gar nicht mehr dabei bei der Abstimmung. Oh, ob wir da den richtigen Verbündeten gewählt haben? Naja, gut. Sichert uns erstmal einiges. Innenpolitisch ist Orduno weiter vorne. Ist das eigentlich Forschung oder was meint Innenpolitik? Ich weiß es nicht. Wir sind auf Platz 2. Außenpolitik sind wir hinten, wegen des Krieges und der schlechten Verhältnisse. Zim und Patagon sind da vorne, wobei unser Bündnis uns vielleicht eigentlich ein bisschen nach oben bringen müsste. Militär, ach du Schreck. Zim hat total aufgeholt. Oh, das spricht also wirklich dafür, jetzt vorsichtig zu sein, wenn wir dort diesen nördlichen Nachbarn angreifen wollen, weil die sind halt befreundet mit Zim. Und wenn die jetzt so stark sind, wow. Ordun ist okay im Mittelfeld. Handelsmarine ist schwach. Das ist was, was wir eigentlich am dringendsten angehen müssen. Wir müssten eigentlich auch den Clipper mal investieren. Das machen wir auch gleich noch. Überseeexporte sind wir richtig gut. Trotz unserer schwachen Handelsmarine. Industrie sind wir auch richtig gut. Also da brauchen wir keine Sorgen haben, auch wenn immer wieder Nachrichten kommen, dass woanders die Industrie doppelt so stark ist. Insgesamt stehen wir gut da. Arbeitskräfte sind wir im oberen Bereich. Auch okay, Überseeprofite gibt es nicht. Transportwesen sind wir auch dabei. So, und jetzt werden wir die Clipper kaufen. Das nächste Mal haben wir die dann. Leute, die Staffel ist erstmal wieder zu Ende. Also, puh, man kann überhaupt noch nicht absehen, in welche Richtung das gehen wird. Aber was interessant ist, dass sich erste außenpolitische Konstellationen und knifflige Situationen ergeben. Das Bündnis Sim-Patagon, wir sind mit Ordun verbündet. Die Frage, wann greifen wir Idolon an? Wie machen wir es mit der Flotte? Spannend wird es auch sein, ob eine Großmacht demnächst mal irgendeine kleine Macht angreift. Das wird dann nochmal das Kräftegleichgewicht auseinanderbringen. Also sagen wir so, wir halten im Moment einigermaßen, oder was heißt, anständig mit. Alle Optionen, glaube ich, haben wir noch auf unserer Seite. Noch fühle ich mich nicht abgehängt. Ich habe ja traumatische Erlebnisse mit diesem Spiel. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig auf die nächste Staffel. Bin hochmotiviert und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.